Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe der News Show. Das Warten hat endlich ein Ende. Gestern Nacht startete die NFL in ihre 100. Saison. Mit einem echten Traditionsduell wurden die Football-Fans auf die neue Spielzeit eingestimmt. Zum 199. Mal trafen die Chicago Bears auf die Green Bay Packers. Am Ende setzten sich die Gäste um Quarterback Aaron Rodgers in einem wie erwartet von der Defense beider Teams geprägten Partie mit 10:3 durch. Für Titelverteidiger New England geht es am ersten Spieltag ebenfalls gegen einen großen Rivalen. Die Patriots treffen in der Nacht auf Montag zu Hause auf die Pittsburgh Steelers. Quarterback Tom Brady freut sich bereits jetzt auf das heiße Duell. Ja, es ist echt großartig. Wir haben eine große Rivalität zu diesen Jungs und haben schon einige bedeutsame Spiele gegen sie bestritten. In den letzten Jahren haben wir vor allem in ihrem Stadion gespielt. Deshalb ist es cool, dass sie diesmal zu uns kommen. Wir haben ein überragendes Publikum, das einen großen Druck auf ihre Offense ausüben kann. Aber sie sind ein großartiges Team mit einer erfolgreichen Historie und besitzen immer noch eine der besten Defenses der Liga. Wir bleiben in Amerika und schauen auf die vergangenen Halbfinalpartien der Damen bei den US Open. Die US-Amerikanerin Serena Williams besiegte in der Runde der letzten vier die Weltranglistenfünfte Elina Svitolina glatt in 2 Sätzen. Den ersten Durchgang holte sich die 37-Jährige nach 42 Minuten mit 6:3. Auch in Satz 2 hatte die Ukrainerin dem Power-Tennis der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin nichts entgegenzusetzen und verlor in nur knapp 70 Minuten mit 3:6 und 1:6. Williams hat nun erneut die Chance, ihren insgesamt 24. Major-Einzeltitel zu gewinnen und damit mit Margaret Court gleichzuziehen. Gegnerin im Finale ist Bianca Andreescu aus Kanada. Der 19-jährige Shootingstar konnte sich in einem engen und spannenden Halbfinale gegen Belinda Bencic aus der Schweiz durchsetzen. Die Entscheidung in einem hart umkämpften ersten Satz fiel erst im Tiebreak. In Durchgang 2 führte die 22-jährige Schweizerin bereits mit 5:2 und 2 Breaks, doch Andreescu fightete sich auch dank solcher Ballwechsel zurück in den Satz. Nach 2 Stunden und 15 Minuten nutzte die Kanadierin ihren dritten Matchball zum 7:6 und 7:5. Mit einem Sieg im Finale gegen Serena Williams könnte sie ihr Tennismärchen perfekt machen. Wir lassen die Tennisplätze hinter uns und schauen zum Fußball. Aktuell ruht das Ligageschäft aufgrund der Länderspielpause. Dafür befindet sich das DFB-Team aber hier bei uns in Hamburg. Zum 34. Mal ist die Hansestadt Schauplatz eines Länderspiels. Und zum 4. Mal innerhalb eines Jahres kommt es zum Klassiker zwischen den Fußballrivalen Deutschland und der Niederlande. Dabei ist die Entwicklung aus deutscher Sicht durchaus positiv zu sehen. Auf eine Niederlage und ein Unentschieden in der Nations League folgt im Hinspiel der EM-Qualifikation Ende März der 3:2-Sieg in Amsterdam. In ihrer Gruppe C führt Nordirland überraschend die Tabelle nach 4 Siegen vor dem DFB-Team und der Niederlande an. Das Spiel gegen die Nordiren folgt am kommenden Montag in Belfast. Vorerst aber steht das Rückspiel gegen Oranje auf dem Plan. Und dabei muss Bundestrainer Joachim Löw in seinem 22-köpfigen Aufgebot der heutigen Partie auf einige seiner Stammspieler verzichten. Das sagt er dazu. Jetzt haben wir eigentlich die Situation, der Leroy ist verletzt, der Julian Draxler, der Thilo Kehrer, der Toni Rüdiger und der Leon. Und ich sag mal, bis auf den Julian Draxler haben eigentlich die anderen relativ viel zuletzt gespielt. Also man muss jetzt schon wieder 4 oder 5 Spieler ersetzen. Und es gibt natürlich schon wieder so ein bisschen auch, werden wir schon vor einige kleinere Probleme gestellt. Mir wäre es anders lieber. Aber jetzt haben wir die Situation. Jetzt denke ich, haben wir trotzdem einfach auch gesehen, die letzten Spiele. Wir haben eine gute Qualität in der Mannschaft. Wir haben ein gutes Tempo und die Automatismen greifen besser. Also von daher.
Unser abschließendes Thema für diese Woche liegt noch etwas in der Zukunft. Wir wollen euch aber trotzdem schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf das wohl größte Rematch in diesem Jahr geben. Am 7. Dezember steigt in Saudi-Arabien die Neuauflage des Kampfes zwischen IBF, WBO und WBA-Champion Andy Ruiz Jr. und Ex-Weltmeister Anthony Joshua. Anfang Juni gelang Ruiz Jr. eine der wohl spektakulärsten Boxüberraschungen, als er den bis dahin ungeschlagenen Joshua als Schwergewichtsweltmeister entthronte. Im Madison Square Garden in New York siegte er mit einem sensationellen technischen K.O.-Sieg in Runde 7. Im Dezember hat Joshua dann also eine erneute Chance, diese Pleite wieder gut zu machen. Das war's mit der News Show für diese Woche. Wenn ihr jetzt keine Sportnachrichten mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns Montag und bis dann, lasst es euch gut gehen. News Show.